Und willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. Frisch ausgeruht und ausgeschlafen, machen wir uns weiter. Um große Taten zu... Womit kann ich euch helfen? Ja, große Taten zu erledigen. Und zwar hatten wir einen beunruhigenden Traum. Goldene Maske, Hoden in der Hochzeit. Keine Lippe mehr, ne? Ich hoffe... Ihr passt hier gut hin. Mich habt ihr schon für euch... Dass wir nicht wirklich... uns mit der Vampirkrankheit infiziert haben. Ich kippe sicherheitshalber mal einen Krankheit-Heilungstrank in mich rein. Ich grüße euch. Denn darauf habe ich im Moment noch gar keine Lust. Aber da hat uns doch gar kein Vampir angegriffen. Oder? Eigentlich nicht. Naja, machen wir uns weiter zu Caius Cordalis und erledigen nochmal ein paar Hauptquests. Den Kriegergilde, ja, machen wir irgendwann nochmal weiter. Es gibt viele Kreaturen außerhalb der Mauer. Das stimmt, es gibt wirklich viele Kreaturen außerhalb der Mauer. Ich guck mal gerade. Okay, 6 Stück noch. Eine neue Waffe haben wir immer noch nicht. Das ist echt zum Würgen. So, Caius Cordalis. Es wäre mir eine Freude, mit euch zu sprechen. Na dann, komm, schieß mal los. Befehle. Ich habe einen Blick auf Hesfat Antabolis Notizen geworfen. Es geht um das sechste Haus, doch nicht um den Nevarin-Kult. Besucht die Balmora Magiergilde. Sie ist gleich neben der Balmora Kriegergilde. Bringt Shan Gra Matzkop dazu, euch zu sagen, was sie über den Nerevarin weiß. Sie wird euch irgendeinen dummen Auftrag geben. Tut, was sie sagt und erstattet mir Bericht, wenn sie euch die Information gegeben hat. Natürlich. Dumme Aufträge wieder. Ich liebe es. Na gut. Aber was sollen wir machen? Wir müssen ja Aufträge erledigen. So ist das hier. Kenne ich euch nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass du uns kennst. Oder ist unser Ruf schon irgendwie gestiegen? Nö. Wir sind immer noch unbekannt wie... Ich grüße euch. Wie eine Bockwurst. Aber das wird sich mit Sicherheit irgendwann noch ändern. Magiergilde und... Wird ja nicht so schwer sein, die Ork-Dame hier zu finden. Das ist sie nicht. Was benötigt ihr? Ich glaube, die ist ganz unten. Das ist sie nicht. Das wird sie sein. Warum seid ihr hier? Nein, keine Unterbrechungen. Wie oft, oh... Ihr seid einer von Caius Leuten. Das ist wahrscheinlich, ist natürlich etwas anderes. Caius und ich haben eine für beide Seiten sehr zufriedenstellende Vereinbarung getroffen. Und ich bin mir sicher, dass wir uns einigen können, wenn ihr einen kleinen Auftrag für mich erledigen könntet. Der Auftrag ist sehr einfach. Ich brauche den Schädel von Levule Andrano. Ihr findet ihn in der Andrano-Ahnengruft. Aber versucht, die Einheimischen nicht gegen euch aufzubringen. Die Dunmer hegen eine seltsame, primitive Vorurteile gegen Nekromantie und reagieren auf das unerlaubte Eindringen in Gruften äußerst gereizt. Nekromantie? Lalalala. Nekromantie ist ja nicht so toll. So, wo ist die denn? Das Grab befindet sich südlich von Pelagiat, genau vor der Gabelung, wo die Straße südwestlich in Richtung Sedanin und südöstlich in Richtung Vivek führt. Ein verzaubertes Schwert könnte euch von Nutzen sein. Einige Geister sind immun gegen normale Waffen. Hier, nehmt dieses alte Kurzschwert und nehmt diese alten Schriftrollen. Sie könnten euch gelegen kommen. Ich hoffe, wir waren da noch nicht drin. Denn ich weiß, wir waren in irgendeiner Ahnengruft, aber ich glaube nicht, dass das die... Oder vielmehr, ich hoffe nicht, dass das die Andrano-Ahnengruft war. Sedanin, ja.
Seydanin, da müssen wir hin. Und zwar mit dem Schlickschreiter. Didim, didim, didim. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis. Ich weiß. Warum gehen, wenn ihr reiten könnt? Ja, deshalb machen wir es ja auch. Okay. Dann bin ich mal gespannt. So, warte mal. So. So machen wir Dauerrennen und warte mal, können wir auch kurz. Long, 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 long. Reparatur gelungen. Gut, bin ich gespannt. Aber wir sind da schon vorbeigekommen. Da bin ich mir wirklich fast sicher. Aber ich glaube, wir waren nicht drinne, weil wir da unsere Axt noch nicht hatten. Und ich hätte ja wirklich jetzt ganz gerne mal eine neue Axt. So langsam, aber sicher hätte ich sie gerne. Wah! Wah! Gut. Ladebereich. Huch. Ladebereich. War das. Ja, doch, hier muss das gewesen sein, ne? Hier. Hallo? Richtung. Warte mal. Südlich, ne? Dicht an der Lage, genau. Okay, das muss davor sein. Nee, wir waren da noch nicht drin. Ich hoffe es wirklich, dass wir da noch nicht drin waren. Und natürlich muss jetzt der Kater anfangen, am Karton rumzuspielen. Hör auf! So. Der weiß ganz genau, wann ich aufnehme und wenn er nichts zu essen hat, dann, ach, Andrano anruft. Dann fängt er an, Blödsinn zu machen. Da waren wir. Ach, da waren wir schon drin. Scheiße. Ich hoffe, wir haben den nicht verkauft oder so. Was machen wir denn, wenn der weg ist? Dann haben wir ein echtes Problem. Aber ich glaube, wir haben den einfach liegen gelassen. Ich weiß es nicht mehr. Vielmehr, ich hoffe, dass wir den liegen gelassen haben. Mann. Bitte sei noch da, wo auch immer du bist. Alter Schädel. Bitte sei noch da. Doch, hier waren wir schon. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Lass mich durch. Ich muss den blöden Schädel retten. Er ist natürlich weg. Jetzt hoffe ich, dass wir den, wenn er weg ist, in Pelagiat verkauft haben. Da liegt er. Schädel von Levule Andrano. Dolch des Ermessens braucht kein Mensch. Aber wir waren hier schon und haben den echt liegen gelassen. Wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ja, klar, doch. Natürlich waren wir schon. Sonst wären ja Monster da. Gut, das war dementsprechend einfach. Aber wir laufen zurück. Weil mit dem Teleporter, ich weiß nicht, finde ich irgendwie blöd. Laufen macht mehr Freude. Außerdem erhöhen wir damit ja auch Dingens Athletik. Und ich glaube, Dingens ist mein Lieblingswort. Dingens, 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 Dingens. So. Lass mich hier raus. Wir könnten eigentlich auch vom Pillar. Nee, das machen wir nicht. Das ist dann doch zu weit.
Laufen hin oder her. Schön hin oder her. So weit müssen wir dann doch nicht latschen. Fehlen uns noch 5. Warte mal, Axt. Gut, Axt ist schon erhöht letztes Mal. Blocken. Wenn wir mal einen Blockenmeister finden würden, der uns das noch ein bisschen hoch bekommt, das wäre schön. Denn das erhöht sich ja nur sehr, 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 sehr langsam. Hi. Oh. Hallo? Hallo? Ja. Da sieht man, was passiert, wenn die Ausdauer niedrig ist. Dann trifft man nämlich kaum noch. Aber diese Immer-Rennen-Funktion ist halt echt nützlich. Hallo, Reisen, Balmora. Und dann... Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Ja. Dann ab zur Ork-Dame. Und dann kriegt sie ihren ekelhaften Schädel. Was sie auch immer damit vorhat. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Nö. Aber wahrscheinlich will sie den Typ erwecken. Aber das ist nicht unser Problem. So. Hier. Sehr gut. Ich werde dann nur den Schädel von euch nehmen. Der ist genau richtig für das, was ich vorhabe. Danke. Gut, wie versprochen, werde ich euch nun eure Fragen über den Nerevarit-Kult beantworten. Dann mal los. Dieser Aschländer-Kult glaubt, der tote Held Nerevar werde wiedergeboren, um alte Versprechen einzuhalten. Laut der Legende tötet der prophezeite Nerevarin die falschen Götter des Tribunalstempels. Okay. Stellt den Ahnenkult der Aschländer wieder her und verjagt alle Fremdländer aus Morrowind. Tempel und Kaiserreich verbieten den Kult. Aber er besteht unter den Aschländern weiter, da sie sich nicht um die Gesetze des Kaiservolks oder Tempels scheren. Gebt Kaius meine niedergeschriebenen Gedanken dazu. Nerva ist der Held der Dunmar aus der ersten Ära. Er war ein großer General und Anführer. Er half, den ersten Rat zu gründen und einte die dunmarischen Fürstenhäuser gegen ausländische Eindringlinge, die von den Verrätern aus dem Haus Dagoth unterstützt wurden. Am Roten Berg triumphierte er über Morrowinds Feinde, starb jedoch in dieser Schlacht. Ja. Also ist der Nerva so ein... Weiß ich nicht. Ja, bitte. So ein Freak, der hier alle merkwürdigen Ausländer vertreiben will. Ich bin ein Schläfer, einer unter Tausenden. Ich überbringe euch eine Botschaft. Dagoth-Ur ruft euch, Nanius. Und ihr könnt euch eurem Fürsten nicht widersetzen. Das sechste Haus hat sich erhoben und Dagoth ist seine Herrlichkeit. Das sechste Haus, das schlafende Haus, Haus Dagoth. Das Haus von Fürst Dagoth. Das wahre Haus. Das eine Haus, das alle wahrhaftigen Dunmar willkommen heißt und die Nvaas aus unserem Land vertreibt. Seht euch vor, Fremdländer. Der Tag der Abrechnung steht kurz bevor. Nehmt so viel ihr tragen könnt und verlasst unser Land. Denn wenn Fürst Dagoth wiederkehrt, wird hier kein Platz mehr für euch sein. Er ist der Fürst und Vater des Berges. Er schläft, doch wenn er erwacht, werden wir uns erheben und unser Land von den Nvaa befreien. Warum habt ihr ihn verleugnet? Wie Fürst Dagoth sagte, alle werden sich vor ihm verneigen, als Fleisch oder als Staub. Was wollt ihr? Du bist ein ganz schön freakiger Fohl mit deiner G.I. Joe-Frisur. Lass mich in Ruhe. Und deinem Fürsten will ich auch nicht dienen. Niemals werden wir ihm dienen. Lasst mich doch mal in Ruhe. Was wollt ihr von mir? Warum quatschen die mich alle an?
Warum sind das alle so Dagot-Ur-Fans? Was haltet ihr von Ball? Der da drüben quatscht mich bestimmt jetzt auch an. Er sieht auch so aus. Ja. Okay, der quatscht mich nicht an. Schnelle Caius Cordalis schützende Arme. Steht da oben jemand? Nein. Wie ich sehe, befinde ich mich in guter Gesellschaft. Klar, mein Freund. Was kann ich für euch tun? Seid ihr gekommen, über eure Anweisung zu sprechen, Darius, oder wollt ihr etwas anderes? Hier. Sind die Schatznotizen zum Nerevari-Kult? Ausgezeichnet. Ich befördere euch zum Anwärter der Klingen, Narnius. Nun lasst mich überlegen, wie dies in die Pläne des Kaisers für unsere Zukunft passt. Falls ihr also gern auf eigene Faust losziehen und ein paar Abenteuer erleben wollt, nur zu. Wann immer ihr doch soweit seid, werde ich neue Befehle für euch haben. Erstmal zu unseren beunruhigenden Träumen. Ihr beunruhigt mich, Narnius. Ihr haltet mich doch nicht zum Lachen, oder? Lasst mich euch einen guten Rat geben. In Morrowind sagt der Tempel, dass ihr verrückt seid, wenn ihr beunruhigende Träume habt, und will euch dafür einsperren. Und wenn ihr beunruhigende Träume habt und glaubt, dass sie etwas bedeuten, dann denkt der Tempel, dass ihr ein Prophet oder eine Hexe seid und will euch dafür einsperren. Also nehmt meinen Rat an und haltet es geheim. Das werden wir tun. Auf jeden Fall halten wir das geheim. Und ja, wenn er uns jetzt losschickt, und dann würde ich sagen, machen wir doch mit der Kriegergilde ein bisschen weiter. Lassen wir ihn da erstmal. Lass mich in Ruhe. Lassen wir ihn da erstmal ein bisschen machen. Und ach so, ja, stimmt. Wir müssen ja in Aldruhen hatten wir ja auch noch einen Auftrag für die Kriegergilde, ne? Kopfgeld auf. Genau. Perseus Mercius, genau. Ja. Wollen wir den nochmal versuchen? Was haltet ihr von? Ich würde sagen, jo. Dann versuchen wir den Auftrag nämlich nochmal. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Jetzt sind wir nicht krank. Haben ein bisschen bessere Ausrüstung. Sind ein paar Stufen gestiegen. Warum gehen, wenn ihr das warte. Weit im Norden von Margan und Süden. Im Norden von Margan. Das war. Sanctus Schön. Okay, wir müssen nach Dagonfell. Lass mich mal hier raus. Wir müssen nach Dagonfell über Aldruhn. Aldruhn, Kuhl und dann von Kuhl aus ins Boot, genau. Hi. Jetzt nach Kuhl. Oder Margan wäre, glaube ich, auch gegangen. Warum gehen? Aber es ist. Ja, ist eigentlich egal, denke ich. Worauf ich mich auch schon freue, ist, wenn wir nach Solstheim können. Und da die Blood Moon-Erweiterung spielen können, weil das ist nämlich auch sehr, 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 sehr schön gemacht. Damals haben Add-ons nämlich noch was geboten. Stimmt, die hießen damals Add-ons und nicht wie heute DLC. Die hießen Add-ons. Und die haben, ja, halt echt was geboten. Dagonfell, genau. Dann guck ich mal. Sanktusschrein. Sargon. Südwestlich von was liegt. Ach so, das war. Hier unten irgendwo. Na gut. Na gut, na gut. Wir machen uns schon mal auf den Weg. Hui. Dann haben wir nächstes Mal. Hi. Haben wir nächstes Mal nämlich nicht so viel zu laufen. Einmal hier. Genau. So, kann ich mal Q drücken, dann läuft er automatisch.
Also und ich kann auch schon sagen, dass wir bald das neue Let's Play Together aufnehmen werden. Ich bin gespannt. Und da wird euch ein wirklich sehr besonderes Intro erwarten. Ich kann euch schon vorwarnen. Es wird einfach nur total abgefahren werden. Naja, lasst euch überraschen. So, hier sind wieder neue Kreaturen. Hi. Wir halten auch irgendwie mehr aus und teilen mehr aus. Oh, pestkrank, na schön. Das ist ganz toll, das kann man super gebrauchen. Jetzt noch die Pest oder so an den Hals. Der kommt natürlich auch gleich bestimmt. Und wahrscheinlich stürzen wir hier gleich natürlich. Jetzt müssen wir schwimmen. Und wann kommen die ersten Schlachterfische? Noch gar nicht. Wow, noch gar nicht. Okay. Kein Schlachterfisch in Sicht. Das ist merkwürdig. Durchaus merkwürdig. Aber jetzt kommen sie wahrscheinlich, ne? Natürlich. Natürlich. Hallo? Tot. Dot. Jetzt müssen wir hier so ein bisschen lang. Tauchen! Ach, was ist das? Neue Kreatur. Hallo? Lass mich durch. Lass mich hindurch. Ah, genau, hier war die. Die Eiermine. Ja, die Wege sind echt immer. Also ich glaube, der Weg geht sogar noch. Der ist noch nicht so extremst lang. Aber es gibt da doch noch Wege, die größer sind und weiter. Werden wir bestimmt irgendwann auch noch sehen. Oder ertragen. So. Jetzt. Hier so. Ja. Ja, doch, an den Netzspulen erinnere ich mich, glaube ich, sogar. An den Sack da oben erinnere ich mich nicht. Der kommt natürlich jetzt angeflogen. Und braucht wieder ein bisschen, bis er hier unten ist. So. Und noch haufenweise andere. Ich weiß nicht, ob die neu spawnen. Ich glaube schon. Aber die sind halt echt... Der ist tot? Ja. Na komm. Was war ja da drüben, ne? Müssen wir hier so ein bisschen lang. Und hier komme ich tatsächlich hoch. Das ist ein Traum. Da komme ich nicht durch und hier komme ich wahrscheinlich dann nicht hoch, oder? Doch. Hi. Sei gegrüßt. Und lass mich in Ruhe. Doch, ich glaube, ich weiß noch, hier sind wir durchgekommen. Oder ich erzähle Blödsinn und... Doch, hier sind wir lang. Komm ich hier hoch? Da drüben ist was. Hier können wir hoch und das war... Irgendwo hier hinten, ich glaube sogar. Hui! Dass es das war.
oder? Nee. Nee. Nee, ich glaube nicht. Komm. Komm her. Komm her. Na komm. So. Das ist was anderes. Azur, die Rapal. Mhm. So. Perfekt. Und Azur, die Rapal würde ich ganz gerne mal erkunden, weil die Chance ja immer besteht, dass wir nicht rasten können, dass wir eine neue Waffe finden. Oh. Oh oh. Nein, was ist hier los? Au. Ach so, dagegen sind wir immun, weil wir in Nord sind. Gegen seine Frostmagie. Das ist ganz praktisch. Ja, doch, und hier, das schauen wir uns das nächste Mal an. Kann ich denn jetzt hier rasten? Ach, kommst du denn her? Hi. Ja, jetzt können wir sogar rasten. Super. Steck das mal weg. Bist geheilt. Zack, 3 Stunden. Quick Save. Und dann gucken wir uns nächstes Mal Azur, die Rapal an. Also, bis denn. Tschüss.